Meine Mami und ich, wir sitzen jetzt hier bei ihr im Zimmer. Im Zimmer im Nägeli-Stift Altersheim, wo meine Mami seit einem Jahr lebt. Und meine Mami ist Elvira Wolf, geborene Stohler. Ja, und ich gehöre zu den Nachfahren von dem Ausgewanderten an 1804 Hans Martin Stohler. Ausgewandert nach Russland. Das heißt, dort ist der Alexander der Erste, der Zar Alexander der Erste, hat da eine große Ansiedlungspolitik betrieben und hat gegen den Westen einen Aufruf geschickt in die Schweiz, nach Deutschland, nach Holland, dass wieder viele, viele Westeuropäer in Russland siedeln sollen. Weil der Erzieher vom Zar, der César de la Harpe, war, hat von dieser Siedlungspolitik erfahren und sich bemüht, dass auch viele Schweizer auswandern. Zuerst bei den Welschen. Dort ist der Vincent Tardin, Botaniker, Weinkulturkenner, zuerst nach Russland geschickt worden, hat den Boden untersucht und dann entschlossen, sich die Bürger vom Welschland aufmuntern, nach Russland auswandern. Auch noch ein Grund war, er hat gesucht einen Platz, wo Ähnlichkeit zum Lac Léman hat. Und das war die Landschaft genau im Gebiet Bessarabien zwischen dem Fluss Dniester und Brut. Und der Fluss Dniester ergießt sich in den Liman und der Liman ins Schwarze Meer. Und das Örtli dort, die Gegend, hat ihn fasziniert. C'est comme le Lac Léman du Lausanne. Zurück ist er gekommen und hat die Leute noch mehr begeistert, weil der Zar ihnen ein grosses Privileg angeboten hat. Und zwar hat jeder 65 Hektar Land, einige Hektar Reben, und jeder durfte leben in seinem Glauben, in seiner Kultur, in seiner Sprache. Und das hat die Schweizer besonders gepackt. Wir hatten in der Schule Lehrer aus der Schweiz, Jatin, Jaco, der Giraud. Und sogar in der Kinderschule ist Kindergärtnerin war Mademoiselle Gabrielle de Neuchâtel. Kinder konnten im französischen Kindergarten Französisch sprechen, darum kann ich es heute noch. Und im deutschen Kindergarten konnten auch die Welschen Deutsch lernen. Ich bin im Jahr 1920 in Schabo geboren. Dort, gerade wo das Gebiet vom zaristischen Russland durch die kommunistische Revolution an Rumänien gekommen ist. Die Jahre in Bessarabien nach dem Gymnasium, mag ich mich besinnen, ist eine Katastrophe für das Wiehgebiet gewesen. An 1929 ist ein furchtbarer großer Frost über Europa. Bis drei Viertel sind die Reben alle kaputt gegangen. Und somit auch der ganze Ertrag und Einkommen. Nicht nur das. Wir waren ja abtrennt von Odessa. Das war der Hauptlieferant bis nach Petersburg und Moskau und so weiter. Das ist alles weggefallen. Natürlich, Schabo ist vor dem Ersten Weltkrieg das blühende, reichste Dorf Südrussland gsi. Bekannt immer auch als Ferienort zur Traubenkultur. Aber jetzt ist eine Wende
Und sie mussten anfangen, schwer den Gürtel zusammenschnüren. Und ich durfte nicht dürfen studieren. Ich habe dann noch beim Traugott Eckert, so hat er geheißen, Buchhaltung gelernt. Und da bin ich dankbar. Und er hat mir manchmal gesagt, das klingt mir heute noch in die Ohren, Wirle, Wirle, du bist so begabt und kannst so viel, aber nur, wenn du willst. Ich komme nachher zu uns in den Wirtschaftsverband, hat das geheißen. Und hat dort geschafft, ja, sagen wir, 2 Jahre. Und dann müssen Sie sich das so vorstellen, gar keine Nachricht. Niemand weiß etwas, was in den nächsten 24 Stunden da passiert. Erst zu oben in den Nachrichten hat es geheißen, in 24 Stunden marschieren sowjetische Truppen nach Bessarabien ein. Das ganze Gebiet wird besetzt. Rumänen müssen langsam sich zurückziehen. Es darf kein Krieg sein, kein Schuss fallen, sondern in jedem Ort, wenn die kommunistische Armee einmarschiert, von der anderen Seite ziehen sich die Rumänen ab. Es ist vielleicht für viele Hörer unglaublich, denn das, und ich erzähle es gar nicht gern. Alles das muss man selber erleben. Dann weiß man, der Wert vom Besitz, nichts hat uns gehört. Und dann ist Ende September eine Kommission aus Deutschland gekommen und hat alle Bewohner, das sind 80'000 Seelen gewesen, wir sind nur etwa 1'000 Schweizer und darum das einzige Dorf, gegenüber 156 deutsche oder elsässische Dörfer. Zuerst hat die deutsche Umsiedlungskommission unser Schweizer Dorf absolut links liegen lassen. Die gehen uns nicht an. Aber nachher sind Büchsel-Familien, sind einige in Deutschland studiert, haben in Deutschland auch geheiratet. Und das sind die Männer zur Umsiedlungskommission gegangen und haben doch ihre Allernächste retten. Und so ist der Entschluss gekommen, mit der Umsiedlungskommission, mit der Schweiz vereinbart, dass sie alle Schweizer mitnehmen. So können wir sagen, wir sind in der damaligen Zeit von Deutschland gerettet worden. Natürlich war es nicht einfach gewesen, nachher. Wir sind in viele Lager, in verschiedenen Ländern. So sind wir in Österreich gelandet oder sogar in der Südsteiermark, wie man gesagt hat, in Jugoslawien. Überall sind unsere Leute gewesen. Man ist in verschiedenen Gegenden, so hat mein Mann in Posen studiert, weil Posen die größte landwirtschaftliche Fakultät mit viel Kulturland und Versuchsfelder gewesen. Eben das in Polen. Und ich bin dort eingeladen gewesen, zu meiner Freundin, die immer ein Museum geschafft hat. Und ich kann steige auf. Nein, das ist noch interessant. Ich habe bei mir, weil ich nie geraucht habe, habe ich aber Zigaretten immer gesammelt. Und als ich zu dieser Erne ins Museum habe gehen, habe ich gedacht, oh, ich nehme mir jetzt so 100 Zigaretten mit. Und ganz auf, wie es Schicksal jetzt bringt, wenn ich jetzt einen Landsmann treffe, schenke ich ihm die 100 Zigaretten. Der Zufall, wenn es irgendeiner ist, und stellt euch vor, ich gang die Steige auf in dem Museum und der Albert Wolf kommt Steige aber und ich gebe ihm die 100 Zigaretten. Und wenn sie mich gefragt haben, weil er wirklich
bekannt war. Und der beste Turner Bessarabiens war, haben mich alle gefragt, ja sag mal, wie bist du zum Albert Wolff gekommen? Habe ich gesagt, im Krieg, alles mit Zigaretten. Ja, und dann hat er mich, wie soll ich sagen, sich gefreut natürlich und ist dort an der Uni gewesen. Und das ist nicht lang gegangen, die Front ist immer näher gekommen. Und dann haben wir uns entschlossen zu heiraten. Am 24. November haben wir Hochzeit gehabt. Es war ein strahlender, schöner Tag. 1944, ja. Aber jetzt hat man immer gehört, die Front kommt immer näher und immer näher. Und eines Tages hat es geheißen, auch von dort, Hals über Kopf auf die Flucht. Und da haben wir die Flucht durchgestanden. Und eins ist mir unvergessen, wir liegen im Graben. Und ich sehe von Weitem, es war so eine Hauptstraße, nur Militärautos passiert. Und hinter diesen Autos fällt etwas, immer wieder mit Abstand fällt etwas. Dann sagt mein Mann, er kann schauen, was das ist. Ich habe wahnsinnige Angst, dass oben sind Flugzeuge gerollt. Jetzt stellt euch vor, er hat sich doch durchgeschafft. Und ich habe Angst gehabt, das ist vielleicht Munition oder irgendetwas explodiert. Jetzt ist das Militärverpflege gewesen und in die Büchse Leberwurst und Blutwurst. Die Deutschen haben nur am Oben einen halben Liter Milch bekommen. Wir haben uns geschworen, in der Familie kein Wort Russisch schwätzen. Da sind wir sofort arretiert und werden sofort verschickt, hat man gesagt, irgendwie nach Sibirien oder wo. Also, aber das ist nicht einfach, wenn man alles versteht und das Maul halten muss. Jetzt ist wieder oben, wir haben Erdöpfel gesammelt und in der Reihe standen jetzt die Deutschen mit ihrem Häferli und Schüsseli und so weiter und warten auf die Milch. Vor mir steht eine hochschwangere Frau, hat zwei Kinderli an der Hand und plötzlich, ich kann es nicht sagen, plötzlich wird sie ohnmächtig und fällt auf mich und die Leute springen alle zusammen und ich habe mich rausholen und ich gang zum russischen Offizier und frage ihn auf Russisch, wenn das jetzt ihre Frau wäre und die Kinderchen wären ihre Kinder, würden sie ihnen auch nur einen halben Liter Milch geben? Natürlich bin ich beim Russ sofort gepackt worden. Woher ich bin, habe ich gesagt, von da. Woher ich Russisch kann, ich gesagt, da habe ich es gelernt. Wir sind Schweizer und wir wollen auf die schweizerische Botschaft. Ja, er hat gesagt, nein, wir brauchen dich. Er hat mich sofort zum Haupt geführt. Und das ist unser Glück gewesen. Der, ob er jetzt Major oder weiß ich was, das kann ich nicht mehr beurteilen, aber es ist der höchste von allen gewesen, die Besatzung dort hatte. Er war Professor von Geologie aus Moskau. Ein hochanständiger Mensch. Sehr höflich, das war früher in der Russland so. Und hat gelost, die ganze Geschichte. Und dann hat er ein kleines Lastwagen organisiert und zwei Soldaten oder etwas sind mitgekommen. Und das bisschen Hab und Gut, wo wir hatten, die finden die russischen Soldaten, also dank dem Professor, nach Berlin auf Botschaft gebracht. Er hat mir noch viele Bilder gegeben vom ganzen Kommando und so weiter. Leider habe ich alles fortgeschossen. Ich habe nichts mehr gesehen von der damaligen Zeit. Und dann sind wir auf die Botschaft gekommen. Und das wisst ihr vielleicht, ein Teil
auch schon, das war im Mai gewesen, und im Juni sind schon die Amerikaner gekommen. Und wie gesagt, dort auf der Botschaft haben wir noch vielen helfen wegen der russischen Sprache. Weil die ganze Belegschaft von der Botschaft ist von den Russen arretiert worden und die sind erst über die Türkei im Herbst in die Schweiz zurückgekommen. Wo die Amerikaner kamen, haben wir die Möglichkeit gehabt, mit den Amerikanern mit über Holland, Belgien. Dort war ein ganz, ganz grosses Auffanglager. Man hat zählt etwa 14'000 Menschen aus aller Himmelswelt. Und dort waren die Lager, um Transport zusammenzustellen. Je, was ich dort erlebt habe mit Tiroler, die sich Schweizer genannt haben. Viele, alle wollten natürlich mit. Jetzt hat sich das so ereignet, durch den Fall, dass auf einmal die Schweizer, die dort waren, können alle in die Schweiz. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, mit welcher Begeisterung, mit welcher Dankbarkeit und Freude alle, die erlebt haben. Der Zug rollt langsam auf den Bahnhof nach Basel ein. Jetzt standen dort Rote Kreuzschwestern mit Milch und Äpfel und Gutzi und erwarten belgische Kinder. Es ist nicht durchgekommen, es war Krieg. Sie hatten keine Ahnung, jetzt, dass hier Auslandschweizer kommen. Aber da ist ganz auf der Seite ein Gepäckträger gestanden. Wisst ihr früher noch mit der blauen Junte und der roten Kappe? Und schaut und lost und hört so viel Norddeutsches. Das sind natürlich aus der Berliner Gegend. Dann sagt er ganz still, und das habe ich gehört. Und habe gesagt, Gott, vertelle, was weit ich immer schwoben da. Von Basel ist der Zug dann weitergerollt. Da ist gar niemand ausgestiegen. Ich habe aber sofort einer Roten Kreuzschwester ein Brief geschickt, im Zeugin. Wir sind eingetroffen und fahren jetzt nach Neuchâtel. In Neuchâtel sind wir in Baracken untergekommen vom Militär in Camp du Mai. Und wo die Quarantäne um war, hat der Dr. Zeugin mir einen Geldbetrag geschickt und mich eingeladen, mit uns alle zusammen nach auf der Schillingsrhein gekommen. Das ist meine Mann und ich, meine Eltern waren in einem extra Lager gewesen. Und dort auf dem Schillingsrhein habe ich in der Küche geschafft und habe die Buben betreut, dass sie sich waschen und so weiter. Und meine Mann ist als abgeschlossener Ingenieur, Agronom, hat nur in der im Stall geschafft. Unvergessen bleibt auch die Zeit, wo wir in der oberen Matschstrasse gewohnt haben, obwohl wir unten im Keller ein Rescho gesehen und das Wasser unter die Füße unter dem Rescho gelaufen. Und ein ganz kleines Härtchen mit einem Loch, das ist uns gegeben worden zum Kochen. Es war hart, sehr hart. Wenn man das Kind badet hat, hat man müssen 4 Steige aufs warme Wasser auftragen. Aber dank unserem Gesang. Meine Mutter und ich haben immer, gerade in der Weihnachtszeit, die schönsten Weihnachtslieder gesungen. Auch noch, das möchte ich erwähnen, sehr viele Schweizer Lieder. Ich glaube, ich darf das sagen, dass ich als Auslandschweizerin mehr Schweizer Volkslieder dort gesungen habe, als da jetzt bekannt sind. Und Fräulein Hartmann, die hat uns erst gar nicht wollen. Sie hat gesagt, nein, nein, die Russen, die stehlen und die liegen. Zu mir kommt keiner ins Haus. Dann hat der Dr. Zeugen gesagt, so Elvira, kommen Sie, wir gehen jetzt beide zum Fräulein Hartmann. Ich weiß es nicht, warum. Sie ist dann plötzlich so
herzensgut geworden. Sie hat Wunder, was erst sich vorgestellt, was da rauskommen. Und dann hat sie ein Zimmer gegeben für die Mutter und das andere kleine Zimmer für mich. Aber in dem Zimmer war nichts. Sie werden es mir nicht glauben, aber es ist wahrhaftig wahr, wenn mein Mann nicht den Einfall hatte, Fräulein Hartmann fragen, haben Sie nicht vielleicht vom Estrich eine Matratze noch von früher, so, wo noch so Drahtgeflecht drin war? Und das hat er mir runtergeschleift und so hatte ich ein Bett. Und Heidi habe ich gestillt, habe sogar Milch nach Basel verkauft. In der Firma Hering hat der Stohler Edi geschafft als Bauführer. Jetzt hat dort einer müssen in Dienst für 3 Monate. Dann kommt der Stohler Edi zu mir und sagt, weisst Elvira, das wäre jetzt gut, wenn du 3 Monate bei der Herings arbeiten kannst. Das ist jetzt vor der Geburt Heidi. Dort kann ich nur, er ist auch schon lange gestorben, dort kann ich nur heute noch habe ich ein Dankesgefühl gegen Werner Brogli. Der hat sich liebevoll angenommen, hat mir gezeigt, wie man Holz berechnet. Und so, und der Vater Hering ist manchmal zu mir gekommen und hat gesagt, wir holen die Hebamme, aber nicht hier an den Schreibmaschinen. Ich kann auch nicht der Hering Hans vergessen, der immer wieder mir Mut gehabt, Elvira schrieb. Und zum 85. Geburtstag habe ich ein großes Fest gestaltet und alle die eingeladen, die uns einmal gut tun. Und unter anderem auch der Schwab Paul und seine Frau. Seine Frau hat nicht mehr gehen können. Der Paul ist gekommen. Und ich möchte das erwähnen, dass Alice jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst, ihre Susan war 2 Jahre älter, hat sie die Kleider schön zusammengepackt und hat sie uns gebracht. Und das bleibt unvergessen. Und ich bin manchmal mit dem Alice zusammen gewesen oder habe Kuchen backen für sie. Und besonders im Frauenchor bin ich neben ihr gestanden und sie hat mich ja auch in den Frauenchor gebracht. Und im Frauenchor muss ich noch das erwähnen, immer wenn Generalversammlung war, habe ich ein Gedicht geschrieben. Erinnerungen sind Haltestellen auf deiner Lebensbahn. Dort hält ein jeder in Gedanken doch gerne einmal an. Du blickst zurück, erlebst die längst vergangene Zeit. Erinnerung, die schöne, bleibt eine Kostbarkeit.